So, hallo, zurück zu Let's Play Crysis. So, jetzt muss ich das hier zum dritten Mal machen, diesen Abschnitt, weil beim ersten Mal aufnehmen war ich etwas übermütig, da hatte ich einen kleinen Anfall von Schizophrenie, habe gedacht, ich bin Rambo und bin da über die Brücke ins Dorf reingestürmt und bin dann genau dort an der Grenze gestorben. Und das Spiel hat gleichzeitig gespeichert. Sowas hatte ich auch noch nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich neu geladen habe, bin ich gleich wieder gestorben. Dann beim zweiten Mal aufnehmen, habe ich dann am Ende festgestellt, dass meine Stimme zu leise ist. Also man hat mich kaum verstanden, deswegen muss ich das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. So, ich habe geguckt, dass ich jetzt hier an der Stelle anfange, wo ich aufgehört hatte. Und naja, ich weiß jetzt ungefähr, wie man ins Dorf reinkommt. So, dann sammeln wir jetzt erstmal die ganzen Waffen ein und die ganze Munition. Ach, da habe ich hier noch das Scharfschützengewehr. Da wollte ich auch noch mal was testen. Ich habe jetzt gerade den Stärkemodus an. Ne, wackelt trotzdem. Naja, hätte ja sein können. So, dann nehmen wir uns unsere andere Waffe wieder mit. Da haben wir den Raketenwerfer. Und hier machen wir mal die Schalldämpfer wieder runter. Ich habe auch irgendwo gelesen, mit den Laserdingern kann man besser zielen. Ah, interessant. Gibt es das eigentlich bei den anderen Waffen auch? Laserpointer? Nee. Schade, hätte ja sein können. Na gut. Dann wollen wir mal. Das hier hatte ich euch, glaube ich, schon schon gezeigt. So. Hier läuft auch irgendwo eine Patrouille noch rum. Müssen wir aufpassen. Ist das jetzt hier eigentlich die Scar? Die wollte ich haben. Maximale Panzerung. So, hier war eigentlich immer eine Patrouille. Aber die scheint jetzt nicht da zu sein. Umso besser. Dann stört uns wenigstens keiner bei der Einschleichung oder Infiltrierung des Dorfes. So, und zwar am besten ist das, wenn man hier hinten lang geht. Jetzt muss ich gerade mal das Kabel wieder. So. So, Entschuldigung, musste gerade mal husten. So. Da laufen zwei. Das Coole ist, man hört die sogar. Nicht schlecht. Gut, dann. Psycho, ich rücke jetzt in das Dorf vor. Ich gebe dir Feuerschutz. Das sagt er jedes Mal. Ich gebe dir Feuerschutz und dann stehe ich da und ja, werd abgeknallt. Keine Ahnung, von wo der Feuerschutz geben will. Der kommt dann erst später einfach heimlich dazu. Und ich muss hier alles machen. Oh. Es rumpelt. Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, ob das ganze Spiel hier auf der Insel spielt oder ob man dann später noch woanders hinkommt. Müssen wir uns überraschen lassen. So. Da hockt einer.
Tarnfeld aktiviert. Ist das einer von uns? Ist das... Nein, wieso hockt der denn da? Was macht der da? Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ups. Okay. So, und hier sind irgendwo noch welche. Aber wo? Ach ja. Gefechtsstand. Naja, schauen wir mal. Energie kritisch. Ja. Da muss ich mich jetzt erstmal. Tarnfeld aktiviert. Ach, Moment, ich habe ja noch einen Raketenwerfer. Okay, das war jetzt zwar laut, aber effektiv. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Oh. Damit lässt sich es ja viel besser zielen mit diesen Laserpointern. Das ist ja wunderbar. Hau bloß von der Kanone da ab. Ich glaube, es gibt auch keine andere Möglichkeit, als hier ins Dorf zu kommen, als Aufsehen zu erregen. Aber man hat ja zum Glück mehrere Möglichkeiten. Ey, das gibt's auch gar nicht. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sich manche vom Kreises Spiel selbst ablenken, also das ist ich weiß nicht, was ich sagen will. Moment. Die muss man jetzt hier erstmal. Viele haben den hohen Schwierigkeitsgrad kritisiert und haben sich dann halt vom Spiel selbst abschrecken lassen. Ich muss sagen, die Gegner, die halten schon ganz schön was aus. Manche, die da schießt einmal und dann ist es. Ach guck mal, was haben wir hier Feines? Granaten. Munition. Und hier liegen auch noch Granatwerfer. Sehr schön. Also es ist so ein bisschen unausgeglichen, so die KI. Manche triffst du mit einem Schuss und dann ist der erledigt und die anderen. Verballerst ein ganzes Magazin. Naja. So, wo ist eigentlich unser Ziel? Da ist unser Ziel. So, ich denke, da werden wir jetzt mal in Highspeed. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Maximales Tempo. So. Sichere das Gebäude. Ich komme! So, und für die Schlacht, die dann folgt, werde ich mir jetzt mal hier die Schrotflinte nehmen, weil die Schrotflinte ist, wie ich finde, eine der stärksten Waffen im Spiel. Das muss ich euch gleich mal demonstrieren. Zack, ein Schuss erledigt.
Und vor allem, ich frage mich, wie die alle hier hochkommen. Klettern hier die Wände hoch, oder? So, hier laufen noch ein paar irgendwo rum. Gib mir Deckung, rücke vor! Ich finde dich, du Mistkerl! Ah. So. Und hier warten auch noch schöne Sachen auf uns. So, was ist denn das hier? Flashbang. Rauchgranate. Eine Flasche. Munition für Pistole. Pistole. Schrotpatronen. Jawohl. Ich habe jetzt meine Waffe gewechselt, weil die Scar, die Standardwaffe von uns, würde ich gerne behalten. Weil ich kann ja die andere immer wieder austauschen, die andere. Die. Wie heißt die? File 71. Oder so ähnlich. Was sind das? Kisten. Ah, die kann man schmeißen. Na gut, dann werden wir uns mal die Zwischensequenz anschauen. Ich gebe Ihnen Deckung, Boss. Prophet, wir haben einen der Archäologen lokalisiert. Keine Panik, Schätzchen. Was ist passiert? Ich bin okay. Das ist nicht mein Blut. Petowski, irgendwas hat ihn zerfetzt. Wir dachten, niemand würde uns retten. Wo waren Sie denn so lange? Ihr Boot war ziemlich schwer zu finden, Lady. Unser Boot? Das ist hinüber. Ich habe Langley vor einer Woche informiert. Als niemand kam, wollten wir zum Hafen, aber irgendwas will nicht, dass wir hier sind. Irgendetwas da draußen tötet Menschen. Wo ist der Rest Ihres Teams? Petowski ist tot. Die anderen sind noch an der Ausgrabungsstätte. Östlich vom Helipad, über den Wasserfällen. Helfen Sie ihnen. Sie haben keine Ahnung, was Sie gefunden haben. Können Sie uns hinbringen, Schätzchen? Sorry, Schätzchen. Aber ich gehe nicht zurück. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Hören Sie. Wir haben Rosendahl überwacht. Er hat im Dschungel eine Statue freigelegt. Nur, das ist keine Statue. Sie hat begonnen, ein Signal zu senden. Es hat uns zu einem Komplex im Berg geführt. Rosendahl hält ihn für den Beweis einer untergegangenen Zivilisation. Wir sind nicht so sicher. Ich glaube, wir haben es aufgeweckt. Sie haben vermutlich nicht viel Zeit. Holen Sie Rosendahls Team da raus und sichern Sie diese Insel. Egal, was für ein Ding das ist, die Koreaner dürfen es nicht bekommen. Ich störe ja nur ungern, aber sie kriegen Besuch. Eine Panzereinheit nähert sich ihrer Position. Verschwinden Sie, schnell! Kümmer du dich um die Panzer, Nomad. Ich bringe Matahari an einen sicheren Exfiltrationspunkt. Jo. Der Psycho, der ist ja schon eine coole Sau, ne? Aber, weißt du, bringt hier, ich soll mich jetzt um die Panzer kümmern, gibt mir keinen Feuerschutz. Es laggt. Was ist jetzt? Nein! Was denn jetzt?